voller Mystik und unheimlich. Das ist das Dartmoor. Das Dartmoor ist eine Hügellandschaft, etwa 1000 Quadratkilometer groß. Sie besteht aus Moor, Heide und Granitfelsen. Es ist der Ort für unheimliche und spannende Geschichten, für die Krimis von Edgar Wallace und für die Bücher von Conan Doyle. Er lässt Sherlock Holmes und Dr. Watson hier den Hund von Baskerville suchen. Um den Hund von Baskerville zu finden, reisen wir an den Ort, der mitten im Moor liegt, Princetown, von allen Seiten von Moorlandschaft umgeben. Der Grund, warum dieser Ort im 18. Jahrhundert gegründet wurde, ist das Dartmoor-Gefängnis. Das besteht bis heute und hat etwa 700 Insassen. Das hier ist es. Aus ihm lässt Conan Doyle im Hund von Baskerville einen Strafgefangenen fliehen. Jetzt das Dutchie Hotel, das ehemalige Dutchie Hotel. Das Dutchie Hotel ist das Hotel, in dem Conan Doyle 1901 wohnte und den Hund von Baskerville schrieb. Das Gebäude besteht bis heute, inzwischen ist es ein Infozentrum zum Dartmoor. In welchem der Räume mag Conan Doyle gewohnt haben? Hat er mit der Hand geschrieben oder mit der Schreibmaschine? Wir wollen mehr wissen über das Buch Der Hund von Baskerville. Wo ist Conan Doyle hingegangen? Wo hat er sich seine Inspiration geholt für die Moorlandschaft, die er beschreibt? Wir verlassen Princetown über die Tor Royal Lane. Das ist eine Sackgasse. Etwa 3 Kilometer geht es nach Südosten. Es geht vorbei an einer stillgelegten Zinnmine. Hier liegt Grimpen Mire. Der Grimpensumpf, das war ein ausgedehntes Moor, tief im Herzen des Dartmoor. Es war der Überlieferung nach der Ort, wo der Höllenhund lebt. Der Höllenhund, der die Baskerville-Familie in dem Hund von Baskerville bedrängt. Grimpen ist ein fiktiver Ort. Ein Ort, den Sir Arthur Conan Doyle erfunden hat. Aber es ist der Ort, wo er hinging, sich seine Inspiration holte. Hier entstand der Hund von Baskerville. Es ist windig hier und kalt und unheimlich. Da hinten, ist das etwa der Hund von Baskerville? Ah, ich glaube, das sind eher Schafe. Dennoch, der Sumpf, ein nebliger, wilder Ort, voller Melancholie, so hat ihn Watson beschrieben. Dieses Dartmoor hat mich begeistert. Wir sind jetzt im Hotel, aber wahrscheinlich habe ich es falsch ausgesprochen. Ein weiterer Besitz vom National Trust. Das ist ein riesiges Gelände hier. Das Herrenhaus wurde im Tudor-Stil erbaut. Fast 600 Jahre lang war es im Besitz der Familie Edgecumbe. Es gilt als eines der am wenigsten veränderten mittelalterlichen Herrenhäuser in England. Die Räume sind mit Wandteppichen, Waffen, Rüstungen, Eichenmöbel, Zinn, Messing ausgestattet. Das Ganze wurde zwar erst 1750 so eingerichtet, ist aber Absicht, dass es wie im Mittelalter aussieht, denn so wollte man auf die jahrhundertealte Bedeutung der Familie Edgecumbe hinweisen. Anymore. No, that was all that's left.
Das an der Tür, das sind zwei Walkieferknochen. Sie stammen von einem Wal, der hier im 19. Jahrhundert angespült wurde. Und der damalige Hausherr, der Herr Edgecamp, hat sich die Kieferknochen hier als Dekoration anbringen lassen. Und auch in diesem Herrenhaus wird darauf hingewiesen, dass die Familie dem Militär sehr verbunden war. In diesem Raum werden Sachen ausgestellt, meist aus dem Zweiten Weltkrieg. Das war ein sehr interessanter Ausflug. Das war der dritte Teil unserer Cornwall-Reise. Jetzt geht es weiter zu einem Haus, wo die Rosamunde Pilcher-Filme gedreht werden und dann richtig zur Westküste. In diesem Sinn, tschüss.